Eine Kiesgrube bei Plön in Schleswig-Holstein. Dauerregen und Matsch. Ein Spielplatz für große Jungs. Der perfekte Ort für sie. In Amerika heißen sie Trucks. Allerdings sind sie da auch noch eine Nummer größer. Bei uns haben sie noch ihren ursprünglichen Namen, Pickup. Und hier werden sie langsam zur Modeerscheinung. Autos, die eine große Ladefläche bieten, im Gelände bestehen und inzwischen auch den Luxus eines PKWs bieten. Wenn VW schon anfängt, in dieser Nische zu bauen, spätestens dann ist wohl was zu holen im neuen Frachtmeister-Segment. Doch was für Volkswagen mit dem Amarok neu ist, ist für andere Hersteller schon eine alte Hutablage. Es wird nicht so einfach, den Kampf der Lifestyle-Laster zu gewinnen. Denn Ford baut diese Dinger schon seit Jahren in Amerika und hat in den USA mit dem Ford F-150 sogar das meistverkaufte Auto im Portfolio. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind Trucks so etwas wie die Golfklasse. Nur leider retten die Amis ihren Wissensvorsprung nicht konsequent nach Europa oder, besser gesagt, passen sie es dem deutschen Markt nicht an. Zwar hat der Ford mit 969 Kilo am meisten Zuladung, aber der Federungskomfort ist eher von der rustikalen Sorte. Und die Dieselmaschine schüttelt bei jedem Anlassen erstmal kurz den Wagen durch. Der Motor ist ein 3-Liter Vierzylinder-Turbo, der 156 PS schafft, am wenigsten in unserem Vergleich. Bei Vollgas schlägt die Tachonadel tatsächlich am Ende der Skala an. Von den angeblichen 183 km/h bleiben aber laut unseren Messungen nur tatsächliche 170 übrig. Im Testverbrauch schluckt er 9,9 Liter und trinkt damit am meisten. Beim Preis sortiert er sich mit 36.500 Euro im Mittelfeld ein. Ein bisschen viel für einen scheinbar uramerikanischen Truck, der aber in Thailand gebaut wird. Denkt man an Ford und denkt man an Pickups, dann denkt man eigentlich an hohe Verkaufszahlen. Denn in Amerika ist der Ford Pickup sowas wie der VW Golf von Deutschland. Aber dieser Ford Ranger hier, der hat damit nicht ganz so viel zu tun. Klar, er ist ein Nutztier, hat die höchste Zuladung und auch die höchste Anhängerlast, dazu auch eine wirklich gute Lenkung. Aber der Motor darunter, der ist wirklich schwach und er säuft. Dazu kommt, dass es für diesen Ford kein ESP gibt. Nicht für Geld und nicht für gute Worte. Und nach sowas wie einem Rußpartikelfilter für den Diesel braucht man gar nicht erst fragen. Es macht zwar Spaß, mit dem Heckantrieb über den Matsch zu driften, aber sicher ist das nicht. Und bei Regen ertappt man sich, wie man vorsichtshalber den Vierradantrieb einschaltet, um nicht wegzurutschen. Mit einer solchen Schlitterpartie hat der Toyota Hilux nichts zu tun. Bei ihm ist das ESP serienmäßig an Bord, genau wie der Allradantrieb. Aber auch hier gibt es keine permanent getriebenen vier Räder. Der Frontantrieb lässt sich zu- oder abschalten. Auch der Hilux hat einen 3-Liter Vierzylinder-Turbodiesel. Der leistet aber mehr als der im Ford. 171 Pferde bringt der Japaner mit. Trotzdem reicht es bei unseren Messungen auch nur für 170 Spitze. Sein Testverbrauch liegt dafür aber einen Liter unter dem vom Ford. Beim Preis nehmen sich die beiden allerdings nicht sehr viel. Auch der Nippon Laster kostet gut 36.500 Euro. Er bietet dafür aber schon ein bisschen mehr Luxus durch die gehobene Executive-Ausstattung. Der Toyota Hilux ist eigentlich eine Institution auf dem Pickup-Markt. Und das, obwohl er als Nutztier eigentlich gar nicht mal so gut zu gebrauchen ist. Er hat die geringste Anhängelast in diesem Vergleich und auch die geringste Zuladung. Dafür hat er aber eine sehr gute Ausstattung. Leder, Navi, Klimaautomatik, alles mit dabei. Und er hat auch ESP-Serie, was nicht immer selbstverständlich ist. Der Toyota Pickup wird seit 1967 gebaut und fährt mittlerweile schon in seiner sechsten Generation vor. Horrorgeschichten bei der Haltbarkeit sind Toyota-like also eher nicht zu erwarten. Der Mitsubishi L200 ist zwar noch nicht ganz so lange am Markt, aber die Pickup-Erfahrung reicht mittlerweile auch schon über 30 Jahre zurück. Die Japaner haben in ihrer neuesten Version des L200 nach eigener Aussage einen permanenten Allradantrieb an Bord. Allerdings bieten auch sie dem Fahrer die Möglichkeit, den Frontantrieb abzuschalten. Für den Vortrieb zuständig ist ein 2,5 Liter Diesel-Vierzylinder, der immerhin 178 PS schafft. Damit ist er der zweitstärkste in unserem Feld. Er ist damit auch schneller als Ford und Toyota. Dabei ist er beim Verbrauch sogar noch mal besser als die japanische Konkurrenz. Beim Preis ist er einsam an der Spitze. Allerdings kostet ein Rußpartikelfilter extra, aber immerhin gibt es einen, anders als bei Toyota und Ford. Der Mitsubishi ist so ein bisschen der Baby-Pickup. Klar, im normalen Straßenverkehr sieht er immer noch riesig aus, aber im Vergleich zu den anderen ist er doch ein bisschen kleiner. Und das merkt man vor allem vorne als Fahrer. Da geht es ein bisschen enger zu. Dafür hat er aber den kleinsten Wendekreis und er hat auch eine 12-Jahre Garantie gegen Durchrostung. Das Schönste an allem ist aber, dass der hier der günstigste ist und das mit Abstand.
Das Gute an dieser Klasse ist, dass das Image hier noch nicht ganz so wichtig ist. Wer also einfach einen günstigen Pickup sucht, ist bei Mitsubishi genau richtig. Wer schon ein bisschen mehr sucht, der landet oftmals beim Nissan Navara. Er ist so etwas wie der Turbolader dieser Klasse. Die klaren Kanten und die schiere Größe von 5,29 Meter machen mächtig Eindruck. Der Nissan geht eher in die Richtung amerikanischer Offroad-Traum. Dazu bietet er mit 964 Kilogramm fast genauso viel Zuladung wie der Ford. Der Navara vertraut auf einen 2,5 Liter Diesel. Diese Maschine ist mit 190 PS die stärkste im Feld. Dazu schafft der Nissan gemessene 180 km/h und empfiehlt sich auch für eine Fahrt auf der Autobahn. Der Verbrauch von 9,4 Litern ist aber insgesamt etwas höher als bei seinen japanischen Mitbewerbern um den Pickup-Thron. Der Preis ist der zweitniedrigste im Vergleich und unser Testwagen hat schon einen Rußpartikelfilter mit an Bord. Dabei bekommt man bei Nissan für das Geld auch bereits eine lange Erfahrung mit Pickups. Der Nissan Navara ist einer von den Pickups, die schon etwas länger am Markt sind und er besticht vor allem durch seine hohe Zuladung. Er hat einen sehr guten Motor, gute Beschleunigung und vor allem gute Elastizitätswerte. Das heißt, wenn man auf der Autobahn mit ihm unterwegs ist und man drauftritt, dann passiert auch richtig was. Leider ist er im Innenraum der lauteste. Das wiederum macht er wett durch seine gute Ausstattung. Er hat eine 2-Zonen-Klimaautomatik, er hat einen Tempomaten und Sitzheizung serienmäßig mit an Bord. Dazu kommt noch, dass dieser hier sogar eine elektrische Sitzverstellung dabei hat. Außerdem, und das ist wichtig bei einem Pickup, er bringt 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung mit. Der Nissan ist ein Lastentier, mit dem man nicht unbedingt auf Parkplatzsuche gehen will. Dieser Pickup fühlt sich dort wohl, wo er gebraucht wird. Als Pickup benutzt werden kann dieser hier auch. Trotzdem neigt man schon beim Anblick dazu, ihn in die Schublade Luxuslaster zu stecken. Kein Wunder, VW hat bislang keine große Erfahrung mit modernen Pickups. Maximal Pritschenwagen haben die Wolfsburger hergestellt. Trotzdem wollen sie mit dem Amarok sofort nach ganz vorne. Helfen soll dabei ein moderner 2-Liter Biturbo-Diesel. Der Amarok hat zwar nur 163 PS und gehört damit zu den schwächsten im Vergleich, aber er macht am meisten draus. 181 km/h Spitze und ein Durchschnittsverbrauch von nur 8,4 Litern Diesel sind Bestwerte in diesem Vergleich. Dafür fordert VW aber auch viel Geld vom Käufer. Über 37.000 Euro will kein anderer. Bei der Zuladung liegt der VW mit 772 Kilo zwar nur im Mittelfeld, dafür hat er aber die breiteste Ladefläche. Überhaupt macht er sich ganz schön breit. Der VW Amarok ist, wenn man die Front betrachtet, eigentlich der bulligste in diesem Vergleich. Er sieht am ehesten aus wie ein amerikanischer Truck. Und dabei ist er eigentlich der europäischste Pickup in diesem Vergleich. Er fährt sich wie ein PKW, er hat eine sehr direkte Lenkung, er hat einen permanenten Allradantrieb als einziger und er hat einen super Bremsweg mit knapp 37 Metern. Und dazu ist dieser Motor der einzige, der die Euro 5 Norm schafft. Das heißt, im Grunde genommen ist es wie immer, VW hat sich ganz, ganz lange angeguckt, was machen die anderen in dem Segment. Dann haben sie ihr eigenes Auto gebaut und versucht, die Messlatte noch ein Stück hochzulegen. ESP-Serie, Diesel-Rußpartikelfilter-Serie und permanente Allrad-Serie. Der Amarok zeigt, dass er es ernst meint. Aber ob das reicht? In der Gesamtwertung liegt der Ford Ranger ganz hinten. Ohne ESP und Rußpartikelfilter müsste er deutlich billiger sein, um auch nur ansatzweise eine Chance zu haben. Wer einen wirklich amerikanischen Pickup will, importiert sich wohl besser ein. Der Toyota landet knapp auf Platz 4, weil der Mitsubishi einfach billiger ist. Der Nissan Navara und der VW Amarok streiten sich um die Spitze. Der Nissan wird Preis-Leistungssieger. Aber im Gesamtergebnis setzt sich der VW durch, weil er der modernere, zeitgemäßere Vertreter dieser Gattung ist. Der Amarok gewinnt, weil er sich im Gelände und auf der Straße wohlfühlt. Er verliert zwar ein bisschen vom Charme der ehrlichen Pickup-Arbeiterklasse, aber er ist eben auch mehr als nur ein einfacher Kiesgrubenlaster.